So Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's. Ark Survival Evolved. Die warten immer noch, dass das Trike gleich fertig wird. Und dann werden wir es gleich mal ausprobieren. Da haben wir ihn. Namen für den Trike, für Trike festlegen, lassen wir jetzt einfach mal. Will ich jetzt noch nicht. So, Sattel ist drauf. Und da hätten wir unseren ersten Dino. Ich glaube, K war die Kamera, wenn man jetzt... Ein Triceratops. So, gleich mal... ausprobieren, zeigen. So sieht das aus, wenn man dann halt mit dem Triceratops farmt. Der lootet halt mehr Stroh als Holz, aber halt auch ausgezeichnet Bären. So, und dann werden wir uns den großen hier gleich mal holen. Ihr seht, dass dieser Dropback auch nochmal unterstützt, dadurch, dass es hier bergab geht. Auch erledigt. Sechs Keratin. Schon mal ein Anfang. Wegen dem Pteranodon-Sattel. Jetzt gucken wir mal. Das ist das Triceratops hier. Nein. Freut sich. Hatten wir auch ein Level-Up oder nur der Triceratops? Ne, wir auch. So. Und dann gehen wir mal rüber und gucken mal, ja, also ihr seht das hier, Bären sammeln, ne, abnormal. Da muss man dann ja auch schon anfangen, wirklich leider Gottes wegzuwerfen. So Bären hier, damit man einfach Gewicht verliert auch. Narkobären, das ist sehr, sehr gut, dass wir jetzt ein Tier haben, was auch Narkobären sammeln kann. Dann nochmal eine Runde Bären essen hier. Verlieren wir auch nochmal Gewicht. Wir werden auch weiter noch Gewicht hochziehen bei dem Trike nachher, aber jetzt will ich erstmal sehen, was unser Triceratops alles so kann und Betonung halt auf ein berittenes Triceratops. Weil die KI ist halt nicht so intelligent. Die würde das jetzt nicht so umsetzen wie wir. Den da hinten will ich. Ist ein... Hier haben wir den. Der hängt auch fest, glaube ich. Aber wir haben jetzt nichts zum Betäuben. Und das ist mir jetzt auch gerade egal.
Umso besser, dass er festhängt. Kriegt er von uns sowieso auf die Mütze. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Stamina vom Triceratops. Ihr seht es oben rechts, ist genau die gleiche Anzeige wie bei uns. Ah ja. Und Schuss. Toll, den wollte ich noch looten. Mann. Dann haben wir einen Diplodocus, der angeschlagen ist oder tot. Gott, wir haben schon wieder viel zu viele Sachen. Wir machen mal Gewicht. Ist einfach so, die ganzen Bären brauchen wir momentan. Das ist von einem Moment zum anderen ist wieder Luxus. Dass man wirklich sagt, okay, hier brauche ich momentan nicht. Ne, der Diplodocus lebt noch. Der wird ordentlich Leder geben. Weiter. Wieso auch immer er so angeschlagen ist. Das nutzen wir aber mal aus. Es gibt einfach wieder ordentlich Fleisch, Leder und halt auch ein Level-Up. Denke ich mal einfach. Okay, der bleibt hier. Der verschwindet nicht, fliegt nicht weg. Da seht ihr Leder, rohes Fleisch, rohes Filet. Das ist nochmal die besondere Form. Aber das rohe Filet hält sich so gut wie gar nicht. Also das geht schnell verloren. Vergammelt schnell. Also das sollte nachher an Leder reichen. Beziehungsweise, was heißt reichen, aber... Wir sollten einiges an Leder haben dann. Das ist doch geil. Das ist doch genau das braucht man. Aber da muss man halt drauf hinarbeiten. Das muss man halt auch wissen, wie. Ein paar Bären futtern. Ihr seht, das rohe Filet vergammelt in 1 Minute 30. Also ich müsste es hier in 1 Minute, ich müsste es in der Zeit schaffen, wegzubringen. Es gibt sowas nicht wie eine Kühltasche oder sowas.
Eine urzeitliche Kühltasche. Das ist gut. Müssen wir gut Acht geben auf unser Triceratops und dann passt das schon. Da hinten haben wir einen Bronto, der ist ja gespawnt. Das ist okay. Noch ein bisschen Stamina wieder. Bronto, ein berittener Bronto ist auch schon Gold wert. Weil der einfach eine mega Reichweite hat mit seinem Schwanz. Seine Attacke. Schlägt er mit seinem Schwanz zu. Und hau ruf. Nee. Das vergammelte, das Fleisch vergammelt, ist nicht so schlimm, weil wir haben jetzt ja auch einiges an Narkobären. Das heißt, wir können schön für Nark. Hä? Was ist jetzt los? Also ich mach grad gar nichts. Ja, arg halt, ne? Gibt immer mal wieder kleinere bis größere Macken. So, hier müssen wir lang. Da haben wir den Kano, der da noch war. Jetzt können wir aber, das ist halt auch das Gute, um uns herum so ein bisschen säubern. Die ganzen, auch der hängt im Baum fest. Können wir die ganzen gefährlichen Dinos töten, dann haben wir unsere Ruhe dort. Ich glaube, ihm blüht schon. Er weiß schon, was passiert. Wir gehen mal von der Seite so ein bisschen, dass wir den Baum nicht kaputt machen. Nee, nee, du bleibst hier. Rams! Auch der weg. Wahrscheinlich, weil die irgendwo festhingen. Aber in die Richtung wollte ich sowieso. Einfach weiter die Energie hochziehen. Ich möchte den Triceratops nicht verlieren. Der ist jetzt einfach zu bedeutend. Zu praktisch. Da müssen wir an Land ein bisschen. Das ist ein mega Piranha, der uns gerade angegriffen hat. Schildkröte einmal angestochen, damit die uns folgt. An Land ist die sehr langsam. Und die wird uns auch wieder schön Keratin geben. So kann man sich selber auch so ein bisschen die Angst oder die Nervosität nehmen. Das ist ein sehr gutes Mittel, um Dinos zu töten. Man muss halt nur die KI ausnutzen. Ein bisschen so die Erfahrung haben halt. Die mir halt bei den neuen Dinos fehlt. Und auch da wird es Taktiken geben, Tricks geben. Bleibt jetzt mal hier.
Jetzt hängen wir fest. Sehr schön. Ich will natürlich nicht meinen Triceratops hauen. So, und dann noch den Kano hier. Der mit dem lange glitschen, was auch immer. Ja, auch da gibt es Keratin, weil er Hörner hat. Nice. 25 Keratin jetzt. Ist noch voll geladen. Ganze Fleisch hier. Wahnsinn. Erstmal den Kram hier wegschmeißen wieder. Bären können wir echt genug sammeln jetzt. Bisschen was essen wieder, dass unser Charakter nicht hungert, nicht Durst hat, so, weil durch die Bären gibt es ja auch Flüssigkeit. So, und dann weg damit. Leder, ist natürlich geil. Ab nach Hause. Da ist, glaube ich, so ein Dieb hier. Oder ist das so ein... Ist das so ein Tor... Nee, Pego Mastax. Das ist so ein Dieb. So ein Vieh. Der ist auch neu. Ach ja, Ark ist schon ein sehr cooles Spiel, muss man sagen. Joop. Wieder abwarten, Stamina ein bisschen auffüllen. Nächste Projekt wird dann auf alle Fälle irgendwann Pteranodon sein. Dann können wir die ganzen Beacons nämlich abfliegen. Und können dort auch praktische Sachen einsammeln. In den Lootboxen. Das ist schon mal viel wert. Gegen so einen Spino werden wir immer noch nicht so viel die Chance haben. Aber jetzt so, was hier oben rumlief immer, das sollte eigentlich schon klappen. Eigentlich. Wenn das Wort eigentlich nicht wäre, ne? Bei dem ganzen Gestampf habe ich immer irgendwie manchmal so Verfolgungswahn einfach. Man merkt halt, ist halt nicht der schnellste Triceratops. Hat ja auch ein bisschen was auf der Hüfte, aber das ist nicht so schlimm. Das sei ihm verziehen. So praktisch wie er ist. So, wir nehmen uns jetzt erstmal die Bären raus. Die Narkobären. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir uns nicht überladen.
Ja, jetzt muss man auch aufpassen. Es gibt ja diese Kommandos, dass die einen folgen. So, lass mal gucken. Irgendwo auch noch Fleisch reingepackt gehabt oder sowas. Hier können wir das Leder und so alles reinhauen. Und Keratin, dass das schon mal safe ist. Ach nee, wir haben hier. Ach du Heilige. Wir haben über 600 Leder jetzt. Geil. Das ist natürlich praktisch. So, gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Was wir vielleicht freischalten können. Mittlerweile habe ich schon ein bisschen die Steinbauteile auch freigeschaltet. Einfach, ja, haben ist besser als brauchen. Hier fängt es dann auch schon mit Metallbauteilen an. Flinte, dafür brauchen wir die Leuchtpistole. Dann können wir die Flinte freischalten, Gewehrmunition und dann müssen wir echt drauf achten, wo es dann die Betäubungsmunition gibt. Wenn wir das Gewehr mit Betäubungsmunition haben, dann sind wir schon großen Schritt weiter. Aber das kostet natürlich alles Ressourcen, auch sehr viel Metall, was es hier ja nicht so mega viel gibt. Hier, Metallbarrikaden, machen wir die noch. So, wieder Fasern. Hauen wir einfach mal rein. So, wo haben wir das Fleisch rein? Hier haben wir noch ein bisschen Bärenvorräte. Hier haben wir Fasern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was brauchte ich für einen Schrank? Fehlt mir Holz. Haben wir aber im Triceratops drinne? Also in dem Inventar vom Triceratops. Nicht, dass jetzt einer fragt, wo wühle ich bei dem Triceratops jetzt drin rum. Stroh brauchen wir auch noch. So, zwei Schränke herstellen. Der hier direkt über mir oder was? Da hinten. Nö. Ja, aber beim letzten Mal gesehen, was passiert, wenn wir. Hier sind Sachen zu reparieren. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn wir versuchen, dem zu folgen. Wir sterben jämmerlich und dann verlieren wir alles. Nee, 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 nee. So, abreißen und abreißen, weil wir dort zwei Schränkchen hinbauen. Weil wir dort einen Schrank hinbauen. Scheiße.
So. Und jetzt. Nehmen wir hier mal alles einfach. Sind vollkommen überladen, das ist auch okay. Weil hier packen wir jetzt erstmal das ganze Fleisch rein. Das Gammelfleisch nehmen wir mal mit. Und die ganzen Beeren, die wir jetzt hier noch hatten. So. Bisschen Ordnung muss ja sein. Wir haben so viele Fasern. Leuchtpistole werde ich niemals nutzen. Pinsel auch nicht. Jedenfalls werde ich mir den Bändern herstellen. Ich muss jetzt einfach gucken, dass ich genug Platz habe für die Ressourcen so. So, 64 Narkosemittel, was schon mal wieder ein guter Anfang ist. Ich würde den ja am liebsten vom Himmel schießen. Pfeile herstellen. Betäubungspfeile. So, und wir haben den Triceratops hier immer noch nicht leer gemacht. Das heißt, auch da sind immer noch Sachen, die wir wegpacken können. Das ganze Stroh, was wir jetzt gesammelt haben. Und die Beeren auch noch. Weil wir werden gleich Beeren sammeln. Weil wir noch Narkobeeren brauchen. Ja. Läuft. So ist das halt nach so einem Fail auch mal ein paar gute Zeiten. Die sind wieder so vollgeladen. Schlimm ist ja, die Beeren brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich bin ja wirklich nur auf Narkobeeren aus jetzt.
Weil die Bären sind auch massiv Gewicht mit der. Also macht die Masse dort einfach. Ihr seht das immer, Gewicht 10. Wir haben das Gewicht auf 402. Wenn man dann, ihr seht, die ganzen Bären hier hat, dann kommt da schon einiges an Gewicht zusammen. Und ruckzuck kann der Dino sich nicht mehr bewegen. Das ist so, von einem Moment zum anderen haust du hier einfach tausende an Bären weg. Weil du kannst sie dir eh schnell wieder sammeln. Ich lasse ihm ein Stack von Major Berries einfach, falls er dann Hunger hat. Durch das Schnelllaufen und so weiter, aber... Und da sieht man dann, dass, falls ihr das jetzt sehen könnt... zur Not mache ich einfach mal Licht an. Ein Haufen an Kisten. Ich hoffe ja, dass die Trodons hier rumirren. Nicht so ein Vieh mal töten. Geh aus dem Weg. Waren doch hier in der Richtung. Wo seid ihr jetzt? Jetzt ist Payback Time. Schauen wir mal.